Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Spiel Wolzen, Lord of Mayhem. Jo, ich spiele das Spiel schon seit Release eigentlich fast. Also seitdem die erste spielbare Version da ist. Und ja, ich habe das Spiel sehr gerne. Ich möchte das gerne mit euch mal ein bisschen durchspielen. Und ja, dann können wir natürlich gerne noch vielleicht ein bisschen zusammenspielen mit ein paar, die gerne spielen würden, oder einfach den Charakter noch weiter spielen bis, weiß nicht, Level 100 wahrscheinlich. Jo. So viel habe ich jetzt auch nicht gespielt, also jo. Manchmal einfach so, bis Gegner richtig schwer wurden, also der Schwierigkeitsgrad recht schwierig wird, und jo. Irgendwann mal, wenn keine Items mehr kommen, die besser sind und so, hab dann meistens aufgehört. Und ich möchte diesmal auch wirklich die Stadt ganz ausbauen. Ich möchte ja versuchen, einfach mich min-maxen ein bisschen noch. Mal schauen, wie lange wir da durchhalten. Das Schwierigkeitsgrad sollte am Anfang nicht allzu schwer sein. Es gibt manchmal Phasen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber der Schwierigkeitsgrad ist, der gefällt mir eigentlich. Also wenn man halt manchmal doch ein bisschen an seine Grenzen kommt und so. Gefällt's mir. Jo, wir nehmen eine Frau, weil ich finde, Männer sehen ein bisschen zu breit, muskulös aus. Habe ich nicht so gerne. Und wir spielen mit einer dunklen. Na, so dunkel noch nicht. Wir könnten. Ja, komm, wir nehmen so. Mir gefällen irgendwie die Braunen nicht ganz so. Ja, nehmen wir die da. Ja, die haben meistens braune Augen. Und wir nehmen. Welche Haare passen zu eher dunklen Menschen? Eher kurze Haare, aber. Ja, dann nehmen wir die da. Oder? Genau, die da. Schwarz, oder? Wir haben sonst blau und pink und. Ja, nehmen wir schwarz. So, und ich denke, ich habe Fernkampf genommen das letzte Mal, das weiß ich noch, weiß nicht, wie lange das hin ist. Vielleicht so 1,5 Jahre oder so. Es gab, glaube ich, noch einen vierten Akt, habe ich gehört, gelesen. Mal schauen, wie der ist, der habe ich noch nicht gespielt, sozusagen. Also, jo, nehmen wir Magie. Und nennen wir sie... Oh, Frauennamen. Ich nenne meine immer nach meiner ersten Freundin, die Monika. So, reicht. Ich könnte sie auch Monika Basler nennen, aber nö, muss nicht sein auf einem Singleplayer. So, hier haben wir ja den Spielmodus. Das ist so eine Art Endgame. Das kommt erst. Und hier Schwierigkeitsgrade könnten wir auf Geschichte machen, aber das ist vielleicht ein bisschen zu leicht. Also ich möchte ja schon ein bisschen Schwierigkeit haben, und da hat man einfach manchmal herausforderndere Gefechte. Schade, gibt es kein Schwer, ich würde auf Schwer spielen. Und ja, weil wir nicht online sind, haben wir die zwei Sachen hier unten nicht. Aber es würde ab und zu wahrscheinlich schon heftig laggen. Also ich hatte da einmal im Online-Modus heftige Lags. Das ist leider nicht so, also der Entwickler ist nicht so der Reiche, wo ganz gute Server sich leisten kann, wo nicht laggen oder so. Auch manchmal irgendwie so merkwürdige Sachen, Stopper oder so, wo einfach die Gegner sich nicht bewegt haben, keine Animation, also nur wenig Animationen hatten. Ja. Was ist das für eine Burg? Ah. Okay. Ich finde den Mann so gut. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. Das ist ein Wrestler und Pro. Orphans carry the burden of pain with them, always.
Balrog. Geil. At you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. Oh, der ist stark verletzt gewesen. What are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister. Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Okay. Das ist jetzt gerade nicht so ein gutes Zeichen. Er übertreibt vielleicht ein bisschen. Wolzen. Ich habe früher immer Wolken gesagt, einfach wie die Wolken. Aber man soll sie ja richtig aussprechen, oder? Polizisten. Boah. Imperium. Das ist Warhammer. 100 Pro Warhammer. Vierzigtausend. Angeborene. Hauptfiguren. Römer. Permission to deal with the Flayers. The clock ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor. Ja, das ist auch blöd, wenn man keine Bogenschützen hat. Ah, da drüben sind sie. Gut, also Bewegung ist klar. Diese blöde Maus. Ach, die süß. Ja. Sieht besser aus, finde ich. Gut. Ja. Oh, diese Unschärfe. Okay. So, voll auf die Fräse. Aha, nochmal. Ja, schön wieder das Spiel mal zu spielen. Ich habe natürlich nicht so viel Erinnerungen, oder? Ich nicht immer so gut und ja, gut spielen können, eher zeitlich, oder? Und jetzt kann ich das Spiel mal ein bisschen durchspielen. Und ja. Ich denke, ich auch ein bisschen Zeit lassen. Natürlich nicht zu viel, also es sollte nicht langweiliger werden. Aber ja, ich spiele gerne Hack and Slay, ist wirklich rasant und ja, manchmal auch ein bisschen zu schnell. Sozusagen die ganze Zeit fast Speedrun. Und das habe ich nicht so gerne eigentlich. Was natürlich auch stressig ist. Trotzdem mache ich es irgendwie aus. Aus Erwarten ist, oder? Wenn man halt erwartet, das nächste Drop oder so bekommt. Oder weil man einfach ja Action haben will und Zwischensequenzen manchmal haben will. Jo, die Action wegnehmen natürlich. Oder lange Laufwege oder so. Möchte man ja nicht unbedingt immer haben. Hier ist leider am Anfang vom Spiel manchmal doch ein bisschen Laufweg, also. Es ist später viel besser. Aber ich habe das Gefühl, die Entwickler wollen einfach, dass wir noch ein bisschen gebremst werden. Dass es noch ein bisschen länger geht, bis man ein nächstes Level betritt, also eine nächste Gegend und so. Aber
Es ist nicht so schlimm. Es gibt andere Hackenslays, die schlimmer sind. Und ja, es wurde manchmal ein bisschen negativ über das Spiel. Ist das denn nur umgefahren? Das Spiel negativ berichtet. Ich kann es manchmal verstehen. Manche Leute haben halt viel zu hohe Erwartungen. Aber für mich machen manche Sachen gar nicht mal so viel schlechte Gedanken oder so. Ich mag es halt einfach. Ich mag es herumzuschnitzeln. Ich mag es, neue Dinge zu finden. Es sind viele Sachen, zum Beispiel hier auch der Balken, der ist nicht ganz gefüllt. Weil wir Willenskraft und Wut haben und Fähigkeiten, die Zauber sind und so, die verbrauchen Willenskraft. Und Angriffe, die physisch sind und so, Bogenkünste und ja, Nahkampf-Skills, die verbrauchen Wut und wir müssen das ein bisschen abwägen. Als Magier können wir zum Beispiel mit dem Stab angreifen einfach. Ja. Aber. Wahnvorstellungen. Ich bin nie allein. Ich habe immer noch mein zweites Gewissen. Aua. Geisterstunde. Oh, überall Geister. Cool. Geisterschnetzen. Richtig toll. Ja, aber es sollte eigentlich nicht so lange gehen, bis da mal etwas passiert, oder? Ja. Also einfach weiter schnetzen, werden wir jetzt ein bisschen zuhören. So. So, was ist denn das für ein Vieh? Hey! Unsichtbare Wand gewesen. Ich hab mich gefriest. Hallo. You die. You die, my side. Was ist das? Tyrael, bist du es? Godmood. Tyrael? Das ist Tyrael. Haben wir auch eine dunkle Haut in dieser Form? Cool. Ich dachte, das würde vielleicht nur so hell sein. Boah. Was können wir also machen? Hüpfen? Nichts mehr. Also, es gibt vier Formen in diesem Spiel. Das ist die erste Form. Und das ist sozusagen einfach so ein, ja, Rage-Mode sozusagen. Wo wir ein bisschen mehr Schaden machen, andere Fähigkeiten haben und so. Mir gefällt es persönlich nicht so, weil man eben andere Fähigkeiten hat. Je nachdem hat schauen muss was. Und ich verwende es eigentlich auch nicht so oft. Will ja nicht cheaten. Nein, es macht nicht so viel Schaden, wie ihr denkt. Aber es ist, also man hat, ich weiß gar nicht, ob man unnötig Leben während der Phase hat, wahrscheinlich auch nicht. Wäre ja ein bisschen OP dann. Aber es sah jetzt vorher so aus, als würden wir die ganze Zeit aushalten, aber es ist nur im Tutorial so. Oh, wir sind ins Wasser gefallen. Aber wo kommen die Schäden? Ah ja, die sind ja nach oben runtergepackt. Ich bin wieder am Logisieren. Logiklücken suchen. Ja. Leichenfressen. So. Jo. Also das Spiel wurde immer wieder so ein bisschen beworben. Das ist die Unreal Engine, glaube ich, verwendet oder so. Das
so ziemlich gut aussieht. So Physik-Sachen sind cool. Und ja, zum Beispiel die Zauberstäbe, die schießen nicht geradeaus, sondern ja, so ein bisschen gebogen. Ich kann es jetzt gleich wieder zeigen. Ja, zum Beispiel so ein Kreis. Finde ich ziemlich cool. Es gibt sicher auch die Möglichkeit, nur mit Zauberstab zu kämpfen. Aber es gibt, glaube ich, keine Fähigkeiten. Also, ja, ab und zu mal angreifen, damit man wieder ein bisschen Willenskraft hat, ist okay. Aber mehr würde ich jetzt noch nicht empfehlen. Und ja, das Spiel braucht einfach sehr lange zum Entwickeln. Jo, manche sagen so, jo, sie brauchen zu lange, ich bin gelangweilt, ich spiele das Spiel nicht, solange es nicht mehr, also nicht mehr seit, bis es veröffentlicht wird und so. Also es ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht sozusagen, es ist immer noch in einer Art Beta. Genau weiß ich das nicht, weil man bekommt auch nicht ganz so viele Informationen vom Entwickler. Ob sie updaten schon gut oder haben gut geupdatet. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entwicklung und so ist, wie viele Updates. Ich glaube, ab und zu kommt ein Patch. Manchmal neue Features natürlich. Mal gucken. Also ich kann mich auch bis zum nächsten oder übernächsten Part informieren ein bisschen. Aber das ist halt alles so ein bisschen verstreut, oder? What was that? She's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise... Talking to yourself again? Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. No. Easy now. Val, snap out of it. It's me, damn it. Horseshit! Did you knock your head? Who do you expect me to be, exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I have no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right? But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're such a tool. That does not seem like something a demon would say. All right. Point taken. Aha, eine Mitspielerin. Eher eine Gegenspielerin natürlich. Aber jo, die wird uns sicher sehr helfen, wie man sieht. Oh cool, das ist doch ein schönes Bild. Okay, schwankt ein bisschen sehr. Eine tolle Brücke. Das ist einfach so passiert. Die Brücke ist nicht einfach dort vom Entwickler so hingestellt worden. Ja, ist wahrscheinlich besser. Ja, Leben brauchen wir am Anfang auch. Nicht nur am Schluss. Also, sobald man öfter stirbt, braucht man natürlich viel. Deshalb. Doch ein bisschen Leben dazu, Widerstände. Ja, kann man am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen nachlässigen. Ich möchte auf jeden Fall, jo, mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde vielleicht am Anfang eher ein bisschen defensiver bleiben. Und sobald ich merke, ja, es ist ein bisschen zu leicht, weil wir zu zäh sind und so, kann ich dann immer noch offensiv skillen. Einfach schauen, dass wir natürlich nicht allzu lange brauchen für Gegner. So, ja. Off-Tank-mäßig. Und ja. Wenn wir den Spaß haben, die Items auch haben, gute Resi und alles. Vielleicht auch Energy Shield, ich weiß nicht, wie hier ist. Da. Kraft Shield heißt sie. Jo, auf das gehen ein bisschen, oder? Something very wrong. We shouldn't be too far from the city state of Stormfall.
That should at least be a safe place. Stormfall. Das ist übrigens die Stadt, wo ich gesagt habe. Man kann Stadt ausbauen. Finde ich ein cooles Feature. Gibt es in anderen Spielen eigentlich noch nicht so. Eigentlich gar nicht, oder? Es gibt, glaube ich... Nein, es... Ich weiß nicht, ein uraltes Game, wo man noch so ein kleines Lager ausbauen konnte. Aber ich finde es cool, wenn eine Stadt mitwächst. Boah, diese Laserkanone. Hier. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation. To see how we can convince our people that you're not... Tja, einfach kein... Agreed. We'd rather appreciate not being executed. Kein Vertrauen, hä? Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. Ja, sie hat es wahrscheinlich gesehen, wie wir so zu einem Gott wurden. Sind alle neidisch. For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the merchant prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside. Serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Gut, aufleveln. Ja, das kann ich ziemlich gut erklären, hoffentlich. So, machen wir doch zuerst einmal. Also, es gibt die vier Attribute, Wildheit, Beweglichkeit, Weisheit und Zähigkeit. Und ja, die muss man sozusagen, ja, also man muss ja denken, was am besten wäre für ein Bild. Und ich denke, ich könnte jetzt am Anfang auf Zähigkeit gehen, damit wir einfach auch, ja, Kraftschild haben schon, also genügend. Ich kann ab und zu auf Weisheit gehen, weil wir dann einfach mehr Schaden machen. Aber ich weiß nicht, wie viel Kriten ich möchte. Das ist auch ein bisschen so einfach, dass die Gegner immer mehr Krit ausweichen haben, sozusagen, dass es die Chancen weniger werden bei uns. Damit, ja, die Gegner natürlich nicht, also ein bisschen zäher werden auch gegen kritische Treffer. Und, ja, für den Anfang lohnt sich wahrscheinlich nicht so auf kritische Treffer zu gehen, erst später in höherem Level. Beweglichkeit ist einfach für Attack Speed und so, und ich denke, das brauchen wir nicht so viel. Also wir wollen natürlich ein ganz schneller Magier werden. Und Weisheit ist einfach ja für Statuseffekte und Bonusschaden. Genau, ist ein bisschen höher als Wildheitsschaden. Ja, dreimal so hoch. Ja. Also ich gehe mal auf Zähigkeit, damit wir ein bisschen sicher sind. Und wenn ich da ein bisschen sehe, ja, wir sind zu zäh oder so, dann kann ich eben noch ein bisschen umskillen oder so. Gut, und ja, das ist auch ein bisschen neu in diesem Spiel. Man kann die verschiedenen, ja, wie weit draußen und so, also, ja, von innen bis außen, meine ich, ein bisschen drehen. Dass man irgendwas selber zusammenstellen kann für weniger Skillpunkte. Also wenn man jetzt einmal ringsum gehen würde oder so. Und ich denke eben, das ist einfach blau, das mit Magie. Und wir brauchen ja das hier. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben links. Und hier muss ich noch ein bisschen drehen. Ich glaube, das hier brauchen wir. Ja, auf jeden Fall.
Also das ist etwas, was ich eigentlich anpeile. Müssen wir dann schauen, welcher Skill was für ein Element hat. Aber ich denke schon, ich gehe entweder auf Blitz oder auf Eis. Ja, Meteor ist eigentlich auch cool. Vielleicht gehe ich dann im Endgame auf Feuer. Ein bisschen herumprobieren, oder? So, und hier haben wir... Ja, da haben wir, hätten wir Crit dann bei Blitz. Frost Statuseffekte. Also mehr einfrieren. Gehen wir auf Eis. Vielleicht anfangs auf Eis oder auf Blitz. Aber ja, und hier haben wir Life Leech oder Sheet Leech. Ja. Ja, dann gehen wir hier rüber wahrscheinlich. Das Giftschaden ist nicht so gut. Da unten. Ja, das ist aber auch ein bisschen Sheet begrenzt. Ja, dann gehen wir hier irgendwo runter. Gesundheit, Wut. Ja, Reduzierung wäre nicht schlecht. Hier ist aber auch Willenskraft. Nein, das ist Widerstände. Hier hätten wir Zaubergeschwindigkeit, Ausweichchance. Ich muss da irgendwie auf die andere Seite scheinbar gehen. Aber das ist auch Okkult. Okkultschaden ist wahrscheinlich irgendwie so Necro, also so Knochensachen oder Schattensachen. Jo. Weiß nicht, wo ich hier hingehen soll. Irgendwo in einem Grünen hat es noch ein Skillpunkt. Sein. Aha, das ist das, was man, ja, dass man Wut regeneriert. Irgendwo hier. Es ist auf der anderen Seite. Heiligschaden gibt es auch noch. Irgendwo kann man dann Wut regenerieren, sondern Willenskraft. Okay. Ah, es gibt noch einen. Verbrennung, Angriff. Ah, hier, Wutregeneration statt Willenskraftregeneration. Okay. Also gehen wir zuerst einmal auf Schaden. Das ist rechts, also ja, hoch bei unserer Seite, also wie wir sehen. Gut. Jetzt sehen wir noch, die Stadt ist eigentlich relativ klein. Sieht man das im Endgame dann? Stormfall, Jewel of the Sea. Let's see what you've got for me. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Turm baut, dass man den Turm auch dann sieht auf der Map. Auf jeden Fall gibt es einfach Bonis natürlich. Jo. I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Gut, also Händler. Nehmen wir natürlich den Stab. So, also ja, magische Items, rare Items. Da gibt es auch so eine Art, ja, wie sagt man, Katalysator, genau. Einfach eine Art Schild für Magier. Und hier, das sind Unique Items, die kann man einfach. Ah nein, das sind legendäre Items. Unique Items sind, glaube ich, so lila. Ich könnte hier einen Wuttrank bald kaufen. Ja, es gibt keinen kleinen, aber der ist teurer. Ah, das ist auch ein kleiner, sah aus. Ein bisschen dicker aus. Jo, ist einfach ein bisschen günstiger, scheinbar. Einen einzigen Geldeinheit. So, und hier ist der Zauberhändler. Jo, wir könnten eigentlich windliche Umklammerung nehmen. Oder wir können hier so eine Beschwörung nehmen.
Ja, weil ich auf Magier gehe, nehme ich das. Die Beschwörungen hier sind ein bisschen komisch. Sie laufen ein bisschen zu sehr mit. So synchron mit und so. Habe ich nicht so gerne. Oh. Und es gibt Haustiere. Looks like a stray. You all alone? You are. You could tag along with me if you want. I have to warn you though, we'll be getting into some trouble. Well then, if you're sure, who am I to stop you? Let's get going, shall we? Also so ein motivierter Hund habe ich noch nie gesehen. Der ist ja mega motiviert zu kämpfen. Welchen Spiel. So, aber dann müssen wir irgendwie rausholen. Mal sortieren. Standardprofil. Handwerk. Kosmetisches Inventar. Ah, hier ist es. Okay. Jo, hier kann man natürlich die Rüstungen so anziehen. Und man kann... Aha. Dann doch lieber so. Ja, machen wir auf. Einzigartige Skins. So. Ah, ich will lieber nicht zu viel an. anspielen, weil ich auch nicht so bin. Ich mag es auch nicht so sehr sexuell irgendwie anspielen. Another new conscript, huh? You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. Oh, come. I've been on battlefields before. Jetzt habe ich trotzdem das. My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. The Sphere have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with you. Don't look back. Ja, ja. Ich habe das genommen. Aha. Sah so aus, als würde ich das nicht benutzen können, wenn es so grau ist. Aber ich muss natürlich draufklicken. Sonst ist sie einfach nur... Ja, es ist eh einfach kalt. So. Oh. Viele Pfeile am Boden. Ich muss noch irgendwie die Fähigkeiten haben. Ich habe gerade den richtigen Knopf gedrückt. Aha. Okay. Ah, da ist dann unten. Auf der 1 scheinbar, ja. Okay. Also jetzt seht ihr am Hund oder die Lauf. Der Hund läuft eigentlich immer ständig synchron mit. Als würde der wissen, wo wir hinlaufen. Das ist bei den Pets aus. He is inside. Organizing the. Oh no. Greens! The Greens are coming! I'm going in. Die Grünen kommen! You wanted reinforcements? I'm all you're gonna get. Now let's go. Die wollen auch die Natur schützen. Muss man das sagen, bitte? Eine Laserkanone, yeah. Jetzt sieht man es. Blitz, oh geil, Blitz. Oh, viel zu viele Gegner.
Event gestartet. Das letzte Gewicht. Wie einfach der Nahkampfangriff stärker ist, das ist eine richtige OP. Oh, die sterben nicht mit einem Schlag. Ich würde doch ein bisschen Kanonenfutter haben. Squad 1, take the south! Squad 2 to the west! Show them the might of the storm! We'll live through this! Ja, ja genau. So viele wollte ich auch nicht auf einen. Na, irgendwie kann ich doch auch mich wegdashen, oder? Geht das noch nicht? Oder? Doch, es geht. Hä? Vorher habe ich es gemacht und ging nicht. Okay. Hallo. Okay, Gift. Oh. Gift, Gift, Gift. Boah. Gift ist auch in diesem Spiel ein bisschen OP am Anfang. Weiß nicht, später im Endgame wahrscheinlich auch, aber. Also ein bisschen aufpassen. Okay. Sind vom Gift gestorben. Die Armen. Was machen die da auf der Laserkanone noch? Ja, die machen einfach. Auf. Okay. Aus der Entfernung irgendwie. Ja. Okay, man kann ihn gut ausweichen. Jetzt einfach wieder ein bisschen Lebenskraft regenerieren. Oh, das war knapp. Na, wird wahrscheinlich nicht allzu viel Schaden haben. Komm, mach es kaputt. Sehr gut. Leute, hat sich selber umgebracht. Der arme Salamander. Der Hund hat auch versprochen. Just a messenger. Some messenger you are. What's the message then? That the reinforcements are coming. Soon. Impeccable timing. Take their sweet time as we get hammered. We won't hold for much longer if they don't get here soon. There's more. Your orders are to stand your ground at any cost until they arrive. Are you serious? My men... Men's morale is hanging by a thread. Their friends are dead. They are famished, wounded. We have one cannon that barely works and little to no arrows left. What am I to do? Those buffoons are sentencing us to death for no reason. We won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. Watch me. Okay, sehr gut. Ah, noch ein Level. Gut, machen das noch kurz. Und dann ist leider der erste Part schon wieder vorbei. Jo, was ist das? Ah, ich habe noch den Stab. Okay, wusste ich gar nicht. Haben wir halt mit einem schlechteren Stab gekämpft, aber ja. Abklingzeit hört sich doch gut an. Ja, nehmen wir noch nicht so direkt. Aha. Okay, das können wir dann später nehmen. Ich denke, wir gehen hier hin. Hm. Ich weiß nicht, wir gehen wahrscheinlich direkt irgendwo hier hin. Lebensdiebstahl. Auf Schild. Ja, wir werden ein bisschen Schaden hier holen. Das ist alles nicht gerade so das, was ich will. Aber ja, wir müssen eigentlich so schnell wie möglich hier hochkommen. Ja, gehen wir so schnell wie möglich irgendwie hier hoch. Schauen einfach, dass wir überleben, weil wir haben ja schon etwas Heftiges. Ja.
fast gestorben, weil ich einfach nicht wusste, welcher Heiltrank oder welcher Knopf Heiltrank war. Musste ein bisschen schauen, das ist die Q-Taste, sondern die 1-Taste. Ja. Ist halt ein bisschen anders als Last Epoch. Also das ist verkehrt herum. Das ist eher hier an Diablo 4 konzentriert, oder? Und bei Last Epoch sind es die QWERT-Tasten. Glaube ich, also. Nein, RT nicht. Oh. Gut, also Dankeschön fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, wahrscheinlich nicht ganz täglich. Aber jo. Schon ziemlich oft. Mal 2 Tage vielleicht. Mal schauen, wie es so geht. Ich habe sehr Interesse. Ich könnte auch mehr bringen, klar. Jo. Zeigt es mir ein bisschen. Und ihr bekommt auch mehr über. Dankeschön. Und ja, tschüss.